Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag, wenn euch das was bedeutet, oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das seht. Aber ich wollte den Valentinstag als Anlass nehmen für dieses Video. Und der Titel klingt vielleicht ein bisschen sehr reißerisch und ist auch nicht ganz wahr. Denn bei den kommenden Liebesgeschichten, die ich euch jetzt vorstellen möchte, wird schon auch hier und da mal gefummelt. Aber es ist alles viel ruhiger, zarter und eher so nebensächlicher als bei vielen Liebesromanen, die sonst so, die man sonst so kennt. Und ich hätte das Video jetzt auch nennen können, Liebesromane, die selbst mir gefallen. Aber da hättet ihr vielleicht jetzt auch nicht viel mit anfangen können. Deswegen, also mal grob zur Einordnung. Klar gibt es auch, körperliche Nähe in den nächsten Büchern. Aber wie gesagt, die werden nicht im Detail beschrieben, nicht ausgeschlachtet. Es geht vielmehr um das Drumherum, um Gefühle, die ich eher für realistischer, tiefgründiger halte, als es halt in ganz vielen, Young Adult Geschichten zum Beispiel ist oder in irgendwelchen Erotikromanen. Auch diese Genre natürlich haben ihre Daseinsberechtigung. Sie sind eben nur nicht so ganz das, was ich gern lese. Und deswegen tue ich mir ganz oft mit Liebesromanen halt sehr schwer, habe aber eben doch schon ein paar gefunden und gelesen, die auch mir sehr gut gefallen haben. Und die möchte ich euch jetzt einfach gerne mal vorstellen, falls ihr auch lieber sowas lest. Es kann natürlich sein, dass ich bei dem ein oder anderen Buch jetzt minimal spoilere, aber dann eigentlich nur dahingehend, dass eine Beziehung zum Beispiel überhaupt zustande kommt in dieser Geschichte. Wenn das nicht durch den Klappentext schon angekündigt wurde, dann kündige ich es jetzt halt an. Aber ich denke, bei den meisten verdirbt das auf jeden Fall nicht den Spaß am Buch, sondern ist dann halt eher noch so ein Anreiz dafür. Von dem ersten Buch habe ich euch schon ein paar Mal vorgeschwärmt. Und das ist eine Neuerscheinung aus 2021, und zwar Der Liebesbrief von Ruth Sabaton. Hier haben wir nämlich gleich zwei Liebesgeschichten, weil die Geschichte auch auf zwei Zeitebenen spielt und wir somit auch unterschiedliche Protagonisten haben. Die Geschichte in der Gegenwart, da geht es vorrangig um Chloe, die um ihren verstorbenen Mann trauert und deswegen an die Küste Cornwalls zieht, in ein altes Pfarrhaus, das bisher relativ verlassen ist, aber sie möchte dort einfach zur Ruhe kommen und vielleicht auch wieder ihre Leidenschaft fürs Malen wiederentdecken und findet dann in diesem alten Haus, wie es halt ganz oft so ist, ein altes Tagebuch, das sie in die Vergangenheit schickt und da ein bisschen weiter nachforschen und wühlen lässt. Denn dieses Tagebuch hat scheinbar auch etwas zu tun, also es ist von einer jungen Frau, die wir dann auch kennenlernen, in dieser Vergangenheitsperspektive. Und sie hatte eine Liebesbeziehung mit einem jungen Dichter. Und dieser Dichter ist relativ bekannt für diesen Ort dort, wo sie leben. Und es gibt sogar ein kleines Museum in diesem Ort, welches diesem Dichter gewidmet ist. Und der städtische Historiker sozusagen, Matt, leitet dieses Museum und versucht dann eben auch Sachen über ihn zusammenzutragen. Das heißt, Chloe, die mehr über die junge Daisy herausfinden will, der das Tagebuch gehört, freundet sich mit Matt an und die beiden recherchieren sozusagen gemeinsam ein bisschen, wie in der Vergangenheit die Beziehung zwischen Daisy und Kit, dem jungen Dichter, zustande gekommen, beziehungsweise warum weiß man nicht so richtig was davon, dem jungen Dichter, dass der eine Beziehung hatte. Zur Vergangenheit komme ich gleich nochmal, aber natürlich, wie man sich es jetzt schon so vorstellen kann, Chloe und Matt verbringen halt recht viel Zeit dann miteinander wegen diesen Nachforschungen, die auch sehr nett sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben, sondern das fügt sich da ziemlich gut ein und ist auch ein ziemlich guter Grund, finde ich, warum die dann eben auch Zeit miteinander verbringen. Und sie merken schon, dass sie sich auf jeden Fall mögen, aber es ist nicht so diese totale Sofortanziehung in Bezug auf, also sehen beide natürlich wahrscheinlich gut aus, aber das ist nicht wieder so dieses
dass ihr der Atem stockt oder so, weil er so atemberaubend toll aussieht. Er hat auch eine kleine Tochter, lebt aber nicht mehr mit der Mutter zusammen. Das heißt, für ihn ist auf jeden Fall Priorität seine kleine Tochter. Und Chloe ist natürlich noch nicht ganz so über den Tod ihres Mannes hinweg und trauert. Deswegen sind beide jetzt nicht von vornherein darauf aus, eine Liebesbeziehung miteinander einzugehen, sondern freunden sich wirklich erstmal an. Und ja, dann mit der Zeit entwickelt sich halt was. Und ich fand, das war für mich langsam genug erzählt und auch nachvollziehbar. Ja, und dann in der Vergangenheit. Die Liebesgeschichte hat mir dann eben noch ein bisschen besser gefallen, weil die spielt um den Ersten Weltkrieg herum. Das heißt, dort sind solche Beziehungen sowieso erst nochmal ganz anders aufgebaut worden. Also da haben ja, und das wird, finde ich, hier nämlich auch richtig schön deutlich, dass einfach zarte Berührungen von Händen oder Blicke schon so viel Emotionen in den Liebenden sozusagen ausgelöst haben, ohne dass sie sich vorstellen müssen, was sie in der Kiste miteinander alles machen, ja. Und ich finde, das ist, also man könnte das als Gesäusel oder so bezeichnen, fand ich aber gar nicht, sondern es sind wirklich zwei sehr junge Menschen, die sich irgendwie ja, gefunden haben. Und leider muss der junge Dichter dann aber auch in den Krieg ziehen. Und ja, die Daisy wartet natürlich auf ihn und das ja, sehr lange. Und diese Liebe wird nie enden. Und mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Geschichten auf zwei Zeitebenen mögt, wenn ihr die Kulisse Schottlands, Cornwalls mögt. Das kommt hier auch sehr schön rüber, dieses raue Klima. Und ja, vielleicht auch gern ein bisschen was Historisches gerne lest. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hat mir das ein oder andere Tränchen ja auf jeden Fall entlockt. Kann ich nur empfehlen. Das nächste Buch muss ich euch einblenden, weil ich das auch als E-Book gelesen habe. Und ich habe es jetzt so sogar in den Wintermonaten wirklich schon öfters mal erwähnt. Aber klar, wenn ich jetzt im Winter, wann dann? Und zwar geht es um Die kleine Schokolaterie am Meer von Carolyn Roberts. Und hier geht es um die junge, oder naja, was heißt jung? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt sie ist, aber ich glaube so Anfang 30 oder so. Und auch sie hat ihren Mann verloren und betrauert ihn, hat aber einen kleinen Hund und ja, möchte sich eben auch wieder neu finden und geht auch in einen kleinen Küstenort ja, in Schottland und eröffnet dort aber eine kleine Schokolaterie. Also einen kleinen Laden, in dem sie ihre Schokokreationen herstellen und verkaufen kann. Und ja, einfach diese Atmosphäre dort finde ich sehr schön, weil sie wirklich was gefunden hat für sich, was sie auch ein bisschen ablenkt eben von ihrer Trauer, wo sie sich auch wieder ein bisschen neu erfinden kann und hat dort aber auch Unterstützung von netten Freunden oder auch die ein oder andere, die dann da mal mitarbeitet und hat auch einen kleinen Hund, der wirklich sehr niedlich rüberkommt. Also wer gerne sowas auch liest, wo die Liebe, sag ich mal, zu einem Haustier eine Rolle spielt, dem auch nichts passiert, sage ich gleich, ja, da seid ihr richtig gut aufgehoben. Und sie geht eines Tages am Strand spazieren mit ihrem Hund und trifft dort eben einen Fremden, die gar nicht mal so lange miteinander reden und er sie dann küsst. Das wirkt genau wie das, was ich eigentlich nicht mag, dieses Insta, was ist da los, warum? Aber es ist irgendwie nicht so platt wie sonst. Und er entschuldigt sich dann irgendwie auch, dass es irgendwie so aus so einer spontanen Laune heraus und sie weiß auch irgendwie so gar nicht, er war eigentlich nett, aber hä? Und er verschwindet dann auch einfach wieder. Und sie denkt zwar noch ein paar Mal an ihn, aber das ist nicht so dieses Quälende, wo ist der, mein Retter, mein Ritter, wo ist er hin? So nur auch wieder nicht. Und deswegen geht es relativ viel dann auch einfach um sie, wie sie sich weiterentwickelt, ihre eigene Leidenschaft für ihr Hobby oder ihren Beruf. Aber natürlich trifft dieser Fremde dann auch wieder, Max heißt er, glaube ich, genau, kommt wieder in ihr Leben. Aber eben auch nicht so, hey, hier bin ich, jetzt können wir ein Paar sein, sondern wirklich ganz, ganz langsam. Denn er ist, ich glaube, Architekt, Innenarchitekt oder so. Und sie möchte halt in ihrem Laden etwas umbauen lassen, da so ein kleines Café mit integrieren.
und das bietet sich dann einfach an und er hilft ihr. Und ja, dann entsteht auch wieder was zwischen den beiden, aber ich glaube, wir haben ein bis maximal zwei erotische Szenen, die aber wirklich in ganz wenigen Sätzen abgehandelt sind. Nicht platt, sondern einfach, das gehört dann halt dazu und das ist auch völlig okay. Und deswegen hat mir das hier sehr gut gefallen, weil diese Liebesgeschichte nicht komplett im Vordergrund steht, sondern auch die Protagonisten für sich existieren können. Aber die Liebesgeschichte ist auf jeden Fall trotzdem ein Teil, die mir sehr gut gefallen hat. Eignet sich jetzt natürlich für den Winter, aber ich würde sagen, ihr könnt das Buch trotzdem auch ja, zu anderen Jahreszeiten lesen, weil eben es geht auch zum Beispiel ums Valentinstagsgeschäft dann, wo sie ihre Schokokreationen verkaufen möchte oder um Ostern. Also sie hangelt sich in ihrem Geschäft natürlich auch mal ein bisschen saisonal durch Feiertage, wo halt der Verkauf besser ist. Deswegen ist es kein reines Winterbuch. Ja, und das ist eben auch so eine ganz... Ist jetzt nicht so hochtrabend und nicht so schwermütig wie den Liebesbrief, den ich gerade vorgestellt habe, sondern ein bisschen was Leichteres, auch wenn das Trauerthema eben aufgegriffen wird. Das nächste Buch ist fast schon ein moderner Klassiker in diesem Genre und muss ich euch auch als E-Book einblenden. Ich habe das Buch vor ganz vielen Jahren gelesen, ich denke mal nicht so viel später, denn es ist 2005 erschienen. Und irgendwann so um den Dreh 2007 oder so werde ich das auch gelesen haben. Und zwar geht es um PS, ich liebe dich von Cecilia Ahern. Ja, es ist wie gesagt schon eine ganze Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich mochte auch den Film sehr gerne und höre auch den Soundtrack öfter mal wieder, weil ja, es spielt eben auch in Schottland und geht auch um Trauer und Verlust, also schon das dritte Buch in dieser Reihe, was ja mit diesem Thema zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Ausgangsbasis, dass jemand seinen langjährigen Partner verloren hat, den er wirklich geliebt hat, immer erst so ein sehr vorsichtig in neue Beziehungen starten lässt und deswegen das nicht so schnell geht und so viel komisches Drama dabei ist. Gibt es mit Sicherheit auch, aber ich habe das Gefühl, das macht den Start für mich in so einem Buch ein bisschen einfacher. Ja, und ich kriege auch ein paar mehr tiefgründigere Gedanken der Protagonisten. Und ja, aber es versprüht eben auch Hoffnung, dass man merkt, dass das Leben nicht vorbei ist und dass irgendwie eine neue Liebe trotzdem wieder Lebensmut vermitteln kann. Und ich glaube, das ist an sich eine schöne Botschaft, die mir irgendwie scheinbar gefällt. Und deswegen, ja, ist das wohl ein Ausgangspunkt in Liebesroman, den ich eigentlich ganz gerne zu mögen scheine. Ja, ich denke mal, ihr kennt fast alle das Buch oder zumindest die Geschichte. Aber hier geht es um Holly, die eben, wie gesagt, ihren Mann Gary verloren hat und trauert da wirklich sehr, sehr stark. Also wir begegnen ihr wirklich relativ frisch auch nach diesem Verlust. Und das ist am Anfang schon auch erstmal sehr, sehr schmerzlich. Aber die Rückblicke auf die gemeinsame Zeit, an der sie uns so teilhaben lässt, die sind auch sehr, sehr liebevoll und da sind auch sehr lustige Momente dabei. Wie zum Beispiel, dass beide immer, wenn sie dann im Bett gelegen haben, gemerkt haben, dass das Licht noch an ist und sich dann darüber gestritten haben, wer denn jetzt aufsteht, das Licht ausmacht. Und immer, wenn sie das zum Beispiel machen musste und dann im Dunkeln wieder ins Bett gegangen ist, hat sie sich den Zeh am Bett gestoßen. Ja, und jetzt, wo er tot ist, stellt sie aber fest, dass ihr Mann, der krank war, also es war kein ganz plötzlicher Tod, er hat es zumindest auch gewusst, hat ihr noch Briefe geschrieben zum Schluss. Deswegen auch dieses PS, ich liebe dich, weil er das quasi dann auch immer drunter geschrieben hat. Und in diesen Briefen stellt er Holly Aufgaben, die sie erledigen soll, um dieses erste Trauerjahr so ein bisschen besser zu bewältigen. Und diese Aufgaben sind Sachen, die sie bisher immer aufgeschoben hat oder wo sie nicht den Mut für gefunden hat. Und er versucht sie jetzt dazu zu motivieren. Darunter ist zum Beispiel, sich eine Nachttischlampe zu kaufen, damit ihr das mit dem Licht im Bett nicht immer wieder passiert. Und so ist es auch wieder so ein bisschen eine gemeinsame Erinnerung, die dann damit verknüpft ist. Oder dass sie sich trauen soll, im städtischen Pub Karaoke zu singen, was sie bisher auch nie gemacht hat.
und bekommt da dann auch Unterstützung, Motivation durch ihre Freunde. Und dann gibt es aber natürlich wieder den nächsten Strang, wo sie jemand Neues kennenlernt, dem sie es auch am Anfang eben nicht so einfach macht, aber eben aus für mich mal nachvollziehbaren Gründen. Oft sind diese Dramen ja immer so ein bisschen weit hergeholt, wo man sagt, ihr müsstet eigentlich nur miteinander reden oder was ist eigentlich dein Problem? Hier versteht man halt durch den Traueraspekt immer, was ist das Problem der Protagonisten, sich nicht wieder gleich in das nächste Abenteuer zu stürzen sozusagen. Und dadurch, dass das dann ein bisschen langsamer und gefühlvoller passiert, finde ich das angenehmer. Ja, also sie lernt jemanden kennen und das braucht eine Weile, aber er unterstützt sie dann auch so ein bisschen bei ihren Aufgaben, akzeptiert es quasi auch, dass sie da noch in diesem Trauer- und Verarbeitungsprozess mit ihm ist. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz schön und selbst wenn ihr jetzt nicht das Buch nochmal lesen wollt, vielleicht habt ihr ja dann nochmal Lust, wieder in den Film reinzuschauen. Das nächste Buch ist, wie könnte ich so ein Video machen, über Liebesgeschichten, die mir gefallen, ohne irgendwas von Bernhard Schlink zu nennen. Und deswegen möchte ich euch gerne Olga vorstellen. Und zwar geht es hier, ich lese das jetzt mal ganz kurz ab, es ist die Geschichte der Liebe zwischen einer Frau, die gegen die Vorurteile ihrer Zeit kämpft und einen Mann, der sich mit afrikanischen und arktischen Eskapaden an die Träume seiner Zeit von Größe und Macht verliert. Erst im Scheitern wird er mit der Realität konfrontiert, wie viele seines Volkes und seiner Zeit. Die Frau bleibt ihm ihr Leben lang verbunden in Gedanken, Briefen und einem großen Aufbegehren. Ja. Also Olga ist eine zu Beginn, das Buch ist in drei Teile geteilt, ist zu Beginn eine junge, sehr wissbegierige Frau, die aber auch nicht so einen guten Start hat durch das Elternhaus, weder finanziell noch irgendwie durch den Stand. Aber sie ist eben sehr wissbegierig und möchte auf jeden Fall Bildung erfahren, hat dann auch die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, aber ihr wird dort eben nichts geschenkt, wie vielleicht anderen. Also sie muss da, also die eben durch Geld zum Beispiel glänzen können. Sie muss da richtig hart für arbeiten, hat eben in ihrer Familie jetzt auch so keine Unterstützung, die ihr helfen könnten, sondern es liegt alles bei ihr und ihrem eigenen Willen. Aber sie möchte unbedingt auch Lehrerin werden, also auch anderen ermöglichen, Bildung zu erfahren und kämpft dann sehr hart für ihr Ziel. Dann verliebt sie sich aber auch in Herbert und der ist Sohn eines reichen Gutsbesitzers, also genau das, was sie nicht ist. Das findet die Familie von ihm natürlich auch nicht besonders toll, aber Herbert liebt Olga und will auch zu ihr stehen und löst sich dann sogar ein bisschen von seiner Familie und den Pflichten, die dort auch an ihn herangetragen werden, weil er selbst nämlich auch andere Vorstellungen hat von seinem eigenen Leben, denn er ist sehr, sehr freiheitsliebend. Wie wir schon gehört haben, er macht sich dann auch auf in Expeditionen in ferne Länder, also sowohl warm als auch kalt und geht dort so richtig auf. Und in späteren Jahren, wenn die beiden sozusagen, die leben dann auch zusammen. Sie arbeitet tatsächlich als Lehrerin und er ist viel auf diesen Expeditionen. Und wenn er aber zu Hause ist, dann schreibt er zum Beispiel über die Zeit oder hält Vorträge und sie unterstützt ihn dabei, motiviert ihn dabei. Aber sie merkt, dass es ihn immer wieder in die Ferne zieht, dass er, dort, wo Olga ist, obwohl er sie liebt, eigentlich nicht wirklich auf Dauer glücklich sein kann, denn er muss in die Ferne und die Weite sehen, andere Sachen entdecken. Und das ist natürlich sehr schwierig. Zum Glück hat sie ihre eigene Aufgabe und ist dadurch eben auch sehr selbstständig. Die beiden, das ist jetzt zum Beispiel so ein kleiner Spoiler, aber das finde ich heiraten nie. Denn würden sie das tun, müsste Olga zu der Zeit, also Olga hat auch sozusagen eigentlich zwei Weltkriege so ein bisschen am Rande mitbekommen. Also den zweiten auf jeden Fall, den ersten natürlich noch sehr jung oder halt dann die Nachwehen davon. Und es zu dieser Zeit war es einfach so, dass verheiratete Frauen nicht arbeiten durften. Und hätten die beiden eben geheiratet, hätte sie nicht mehr als Grundschullehrerin arbeiten können. Das war aber ihre ganze, neben Herbert eben ihre ganze Erfüllung. Und deswegen, unter anderem deswegen, es kam aber auch, glaube ich, nie so richtig zur Sprache, haben die beiden sozusagen immer in wilder Ehe gelebt. Und eines Tages macht sich Herbert dann auch wieder zu einer Expedition auf,
aus der er nicht zur angekündigten Zeit wieder zurückkehrt. Das ist jetzt zwischen Herbert und Olga, also Holger. Oh Mann. Ja, also Olga, jetzt bin ich raus. So. Olga lebt aber ihr Leben weiter, auch wenn sie Herbert natürlich immer im Gedächtnis behält. Und dann im zweiten Teil des Buches geht es eigentlich noch um einen anderen Protagonisten, den mache ich jetzt mal kurz. Der lernt Olga als schon etwas als ältere Frau kennen. Und dann erfahren wir quasi weiterhin Geschichten von Olga, aber durch die Augen von jemand anderem. Und ganz im letzten dritten Teil lesen wir Briefe, die Olga Herbert geschrieben hat, in den Zeiten, in denen er eben auf Expeditionen war. Und erst da lernen wir so richtig tief ihre Emotionen kennen, das, was diese Beziehung der beiden ausgemacht hat. Denn diese Treue und diese Liebe, die Olga Herbert gegenüberbringt, die waren am Anfang manchmal nicht so ganz, man hat nicht so ganz nachvollzogen, wie viel sie auch so akzeptieren konnte, Sachen, die er entschieden hat und sie noch so immer zu ihm gehalten hat. Und in diesen Briefen zum Schluss wird eigentlich wirklich auch klar, was sie für Ängste, für Zweifel hatte, aber was sie trotzdem immer an ihn gedanklich und im Herzen gebunden hat. Und deswegen ist das hier auf jeden Fall mal keine Klischee-Liebesgeschichte und auch nicht unbedingt die allerfröhlichste, aber von ganz tiefen Emotionen geprägt und eben besonders in dem letzten Teil. Ja, und Olga als eine sehr starke Person und Protagonistin. Das nächste Buch muss ich euch wieder einblenden, das habe ich damals als Hörbuch gehört, kann ich auch sehr empfehlen. Die Printausgabe sieht aber auch wirklich, wirklich schön aus und ich möchte nicht ausschließen, dass das irgendwann nochmal einzieht und ich auch nochmal lesen werde. Aber wenn ihr Hörbücher nicht abgeneigt seid, kann ich das sehr empfehlen. Und zwar die Animant Crumbs Staubchronik von Lynn Rina. Und wir befinden uns hier in England 1890. Und Animant, die Protagonistin, ist nicht wie andere Frauen ihres Alters zu dieser Zeit. Und sie ist auch nicht unbedingt so natürlich wieder, wie ihre Eltern es eigentlich gern hätten. Also sie hat kein Interesse an super hübschen Kleidern, an Bällen oder an nach Ausschau zu halten nach dem passenden Ehemann. Das interessiert sie überhaupt nicht. Sie findet die meisten Männer entweder total langweilig und ungebildet oder arrogant oder denkt gar nicht über sie nach. Und sie lebt lieber in ihrer eigenen Welt, die vor allem aus Büchern besteht. Ja. Und bemüht sich aber der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen. Also das ist schon mal sehr schön, wie sie so als Protagonistin aufgebaut wird. Aber ihr Vater will das natürlich nicht so ganz hinnehmen und schickt sie dann nach London. Also sie sind vorher eher in so einem kleinen behüteten Städtchen und dann soll sie aber ins laute, große London gehen und dort für mindestens einen Monat mal arbeiten und einen Job annehmen, um zu sehen, wie das quasi ist, wenn man nicht einen Mann hat, der für einen und für die Familie arbeitet, sondern wenn sie selbst eben selbstständig sein will und an dieser Arbeitswelt gegebenenfalls auch teilhaben will. Und sie ist da erstmal schockiert von und hat da auch Angst vor und will das eigentlich nicht. Aber die Alternative, jetzt irgendjemanden heiraten zu müssen, ist viel erschreckender und beängstigender. Deswegen lässt sie sich da natürlich drauf ein. Ja, und zum Glück soll sie aber immerhin in einer Bibliothek arbeiten. Also etwas, was ihr wenigstens gefällt und ihren Interessen entspricht. Aber ihr Chef macht es ihr nicht besonders einfach, denn das ist ein sehr grummeliger, wenn auch junger und doch gut aussehender Mann. Aber der ist ziemlich unnahbar und man denkt, er ist irgendwie auch sehr arrogant und so. Aber weil er eigentlich genauso tickt wie Animant, also sehr in seinen Büchern, in seiner Bücherwelt auf jeden Fall lebt und auch so klare Regeln hat, wie in dieser Bibliothek Sachen zu laufen haben. Ja, aber natürlich mit der Zeit tauen die beiden auf, liefern sich den ein oder anderen schönen Wortwechsel, der eben auch zu dem passt, wie Animant am Anfang beschrieben wurde. Und das ist dann halt immer ein schönes Hin und Her.
ich würde jetzt nicht sagen Enemies to Lovers, aber so ein bisschen in die Richtung geht es natürlich schon, weil am Anfang sie ihn eigentlich eher dreist findet und dann erst mit der Zeit merkt, dass er doch eigentlich ganz nett ist. Ja, und auch hier ist es natürlich wieder ein bisschen der Zeit, zu der es spielt, geschuldet, dass das Ganze nicht ganz so platt ist, sondern ein bisschen langsamer geht, ein bisschen höflicher und ja, wir da keine wilden Erotik-Szenen beschrieben kriegen, sondern wirklich zwei Menschen, zwei Charaktere, die, wo man merkt, die passen irgendwie einfach zusammen, aber sie müssen erstmal so den richtigen Ton miteinander finden. Ja, und mal abgesehen auch von der Liebesgeschichte, die ganze Stimmung, die da aufgebaut wird mit der Bibliothek, weil es da zum Beispiel auch so eine Maschine gibt, die anfängt, Sachen zu archivieren. Das ist ja auch so ein bisschen mit dem Industrieaufschwung. Also einfach die Zeit, das Setting und dann auch noch die Charaktere, das macht einfach eine richtig schöne Stimmung. Und solltet ihr das noch nicht kennen, kann ich euch das nur empfehlen. Bei dem nächsten Buch denkt man auch erstmal nicht als allererstes an eine Liebesgeschichte, aber das ist, finde ich, eben auch das Schöne, wenn das nicht unbedingt so das Hauptthema in dem Buch ist, sondern eher schön nebenbei erzählt wird. Und zwar möchte ich euch empfehlen Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Zafón. Das ist sozusagen der zweite Band aus der Reihe um den Friedhof der vergessenen Bücher. Der erste Band ist Der Schatten des Windes. Aber die beiden hängen nicht komplett miteinander zusammen. Sie spielen in der gleichen Welt, zeitlich versetzt. Also das spielt vor dem ersten Band. Und es gibt eben Protagonisten, die man wieder trifft. Aber man kann das komplett getrennt voneinander lesen. Ich habe natürlich auch überlegt, ob ich den ersten nenne, weil auch da geht es um ein bis zwei Liebesgeschichten. Aber die hier, die ich hier anspielen will, die hat mich einfach auf eine andere Art verzückt und auf eine andere Weise irgendwie begeistert. Worum geht es aber eigentlich in dem Buch, mal abgesehen von der Liebesgeschichte, kurz und knapp? Und zwar geht es um den Schriftsteller, David Martin, der, man kriegt so seine ganze Jugend mit, wie er überhaupt dazu wird, mit dem Schriftsteller zu werden, wie er damit hadert, was er schreibt, womit er Geld verdient, was er aber eigentlich schreiben will. Also das ist ein ganz großer Teil erstmal hier von dem Buch. Aber er bekommt dann mehr oder weniger unfreiwillig eine Assistentin, denn er lebt in einem sehr großen Haus, aber sehr allein und kümmert sich da eigentlich auch nicht um wahnsinnig viel. Und Assistentin Isabella weiß, dass er Schriftsteller ist und möchte unbedingt lernen. Denn ihre Eltern haben irgendwie so einen Feinkostladen und überhaupt keinen Bezug zur Schriftstellerei. Sie möchte aber, dass er ihre Arbeiten liest, sie kommentiert und sie irgendwie von ihm lernen kann. Und er will das eigentlich nicht, weil er schon ein Einzelgänger ist. Aber es kommt dann einfach dazu, dass sie dort bleibt und so ein bisschen seine Assistentin wird, Sekretärin, aber auch so seinen Haushalt macht. Also sie kümmert sich einfach um alles rundherum und auch um die Sachen, die er eigentlich nicht will. Also sie mischt sich dann sozusagen auch mal in Sachen ein, wo er eigentlich seine Ruhe will. Und er ist am Anfang eben auch sehr, sehr patzig, weil er wollte sie ja nicht wirklich da haben. Aber sie will einfach nicht zurück zu ihren Eltern, sondern sie will auch in der Nähe von Schreibenden sein. Deswegen nimmt sie das alles so hin und auch seine Art ihr gegenüber ist doch recht rau. Also es gibt keine Gewalt. Es ist auch nicht so, dass er sie so behandelt, weil sie eine Frau ist oder so, sondern einfach, er will einfach keine anderen Menschen oder will dort auch eigentlich alleine sein und sie drängt sich ihm halt schon auf. Und deswegen gibt es da auch den ein oder anderen Wortwechsel, wo er ihr offen, sag ich mal, auch zeigt, dass, also wo er nicht sehr sympathisch ist. Und sie kann das dann begrenzt nicht persönlich nehmen. Also am Anfang ist es schon so und sie weiß auch, dass er scheinbar so ist, aber sie findet ihn eigentlich doch ganz nett und es tut ihr natürlich schon weh, wenn er dann so grob ist. Und ich möchte euch dann mal ganz kurz etwas, so ein Gespräch oder so ein Wortwechsel, ja, so kurz ist es gar nicht, aber damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie die beiden auch miteinander reden, beziehungsweise das ist dann schon so ein Punkt, wo es eigentlich
sag mal, eskaliert, wo sich das bei ihr so doll angestaut hat, dass sie jetzt eigentlich langsam auch keine Lust mehr hat, sich das noch weiter bieten zu lassen. Ich gehe, jawohl, ich gehe und lasse sie in Frieden. Oder im Krieg, bei ihnen weiß man ja nie. Darf ich fragen, wohin du gehst? Was spielt das schon für eine Rolle? Ist das eine rhetorische oder eine ironische Frage? Natürlich, für sie ist das gehupf wie gesprungen. Oder ich, Dummkopf, kann das nicht unterscheiden. Isabella, warte mal. Ich trat zu ihr und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie zuckte zurück, als hätte eine Schlange sie berührt. Rühren Sie mich nicht an. Schweigend zog ich mich zur Schwelle zurück. Isabellas Hände und Lippen zitterten. Bitte verzeih mir, Isabella, bitte, ich wollte dich nicht kränken. Sie sah mich mit nassen Augen und einem bitteren Lächeln an. Sie haben noch nie etwas anderes getan, seit ich hier bin. Sie haben nichts anderes getan, als mich beschimpft und wie eine dumme Kuh behandelt, die ihr keine Ahnung hat. Verzeih mir, lass das, geh nicht. Und warum nicht? Weil ich dich darum bitte. Wenn ich Mitleid und Erbarmen will, finde ich sie auch anderswo. Das ist weder Mitleid noch Erbarmen. Es sei denn, du empfindest es für mich. Ich bitte dich zu bleiben. Der Dummkopf bin ich und ich will nicht allein sein. Ich kann nicht allein sein. Ja, und das ist sozusagen der erste Moment, wo er eigentlich merkt, was er an ihr hat. Und dass er ihr eben auch offen sagt, dass er sich so an sie gewöhnt hat, dass sie ihm eine Bereicherung ist und dass er sie eigentlich mag und dass seine Art bisher eigentlich nicht persönlich zu nehmen ist. Und das merkt er selbst in dem Moment erst und sagt das auch ihr gegenüber. Genau. Also das klingt jetzt eben erstmal nicht nach einer tollen Liebesgeschichte, aber die beiden, wie die so trotzdem miteinander geredet haben, bis dahin war eben eher so ein Necken. Und jetzt, wo das aber mehr oder weniger klar ist, merkt man auch, dass sich der eine um den anderen dann auch wirklich sorgt mit der Zeit. Ja, aber ob die beiden dann wirklich letztendlich zueinander finden, eine gemeinsame Zukunft und ein gemeinsames Leben haben, das möchte ich euch jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ich will eben nur sagen, dass es wirklich nicht der Hauptteil der Geschichte ist, aber ich finde, es trägt sehr, sehr stark zur Charakterbeschreibung des Protagonisten bei und finde ich eine, ich mochte Isabella als Charakter total gerne, die eben in dem Protagonisten auch vieles herausgeholt und rausgelockt hat. Und das eben auf eine Ebene, die auf jeden Fall nicht nur mit freundschaftlichen Gefühlen zu vergleichen ist. Ja, also keine klassische Liebesgeschichte, aber doch ja, tiefgehend, wie ich finde. Auch bei dem nächsten Buch geht man nicht sofort von einer Liebesgeschichte aus. Und auch die ist eher am Rande erzählt. Aber ich finde das, was sie, also sie trägt definitiv mit zur Aussage dann am Ende des Buches bei. Und zwar geht es um Ich und die Menschen von Matt Haig. Das war ja das erste Buch des Autors, das ich gelesen habe und was mich absolut begeistert hat. Also keins seiner Bücher, die ich bisher gelesen habe, kam da ran. Also hier ist auch noch ein super hässlicher Aufkleber drauf. Vielleicht verdecke ich den mal so. Denn das Buch habe ich nachträglich gebraucht gekauft und vorher als E-Book gelesen. Und hier geht es ja darum, dass ein Alien auf die Erde kommt. Also eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Aber abwarten. Und hatte zur Aufgabe, einen Mathematikprofessor zu töten, weil er etwas herausgefunden hat, was eben die Existenz von Aliens hätte beweisen können. Und sie hatten dann Angst, dass er dieses Geheimnis lüftet, deswegen musste er verschwinden. Und dieses Alien hat aber noch die Aufgabe herauszufinden, wem hat dieser Professor bereits davon erzählt. Also war nur er eine Gefahr oder gibt es auch Mitwisser? Und deswegen schlüpft er einfach in die Rolle von diesem Professor, sieht halt genauso aus und muss das herausfinden. Und der Anfang des Buchs ist einfach super witzig, weil dieses Alien halt keine Ahnung davon hat, wie Menschen leben, was Menschen wollen, was Menschen brauchen. Warum tragen die Kleidung? Warum leben die in Häusern? Wie begrüßt man sich? Und da gibt es so witzige Situationen, deswegen eben auch unabhängig von diesem Liebesaspekt sehr empfehlenswert. Es geht auch sehr viel um Primzahlen und Mathematik. Aber nicht abgeschreckt sein, wenn man irgendwie Mathe total hasst, weil es geht nicht in die Tiefe. Aber es wird immer wieder zum Thema gemacht, was eine Gemeinsamkeit zum Beispiel zwischen Primzahlen und Menschen ist oder was an Mathematik so toll ist.
Aber wie gesagt, keine Angst, wenn ihr Mathe eigentlich hasst, habt ihr trotzdem eine gute Chance, dieses Buch zu mögen. Ja. Jedenfalls, dieses Alien denkt sich vor allem die ganze Zeit, Menschen sind doch so primitiv, warum können die eigentlich leben, warum überleben die? Weil er kann ein Buch, also er macht halt einfach so und hat dieses Buch gelesen und kann das für immer jedes Detail darin behalten, weil er natürlich eine extrem hohe Intelligenz besitzt und Menschen nicht. Menschen sind langsam, Menschen sind dumm und verletzlich. Gibt es irgendwas, was die uns eigentlich voraus haben? Das kann eigentlich nicht sein. Und dann lernt er aber natürlich doch eine Sache kennen, die Menschen ganz besonders macht und um die er die Menschen beneidet. Und das ist die Liebe. Ja. Denn dieser tote Professor war verheiratet. Diese Ehe war auch nicht mehr besonders lebendig und frisch. Die haben auch nur noch nebeneinander hergelebt. Und die Frau merkt jetzt aber plötzlich, weil es ja jemand anders ist, und denkt sich irgendwie, sie lernt ihren Mann nochmal irgendwie neu kennen, weil er ganz andere Seiten von sich zeigt. Und so öffnet sie sich ihm auch ein bisschen. Ja, und er verliebt sich ebenfalls. Und das ist einfach eine richtig schöne Botschaft, finde ich, am Ende. Ja, wir sind nicht super intelligent, wir haben keine besonderen, tollen, magischen Fähigkeiten, aber wir sind in der Lage zu lieben und das ist halt nochmal für sich was ganz Besonderes, Eigenes. Und das wird hier betont und sehr, sehr schön umgesetzt. Aber auch unabhängig davon gibt es hier ganz tolle Sachen drin. Also auch jeder, der bisher irgendwas anderes von Matt Haig gelesen hat und nicht so begeistert war, möchte ich dazu aufrufen, es trotzdem nochmal mit diesem Buch zu versuchen, weil das mochte bisher gefühlt jeder. Und dann kommen wir zum letzten und auch nochmal einer anderen Kategorie, und zwar in Richtung Jugendbuch, wo ich mir eben auch manchmal recht schwer tue, weil das eben in dieser Young New Adult Richtung ist. Da geht es mir manchmal noch ein bisschen, ist es noch ein bisschen einfacher, weil das vielleicht noch die Stufe ist, wo das Körperliche nicht so im Fokus steht, sondern eher überhaupt erstmal einem anderen Menschen gegenüber solche Gefühle zu entwickeln. Und deswegen möchte ich euch empfehlen, und zwar auch für Erwachsene, Jonah von Laura Newman, eine deutsche Autorin. Und das war auch das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe, obwohl ich sie schon jahrelang auf YouTube verfolge und schaue. Und vor allem ihre Wildnisvideos, also mal ein ganz kurzer noch Exkurs zur Autorin. Sie fährt jedes Jahr auf das Gartengrundstück ihrer Familie und richtet dort alles her, was über den Winter zum Beispiel da so runtergekommen ist, weil da halt wie so eine Laube steht sozusagen und sie dann dort alles Mögliche macht und die Zeit nutzt, um dort zu schreiben. So. So, jetzt kam die Sonne raus und ich hoffe, der Schnitt ist jetzt nicht super ungünstig. Ja, also sie nimmt uns da jedes Mal mit, wenn sie dorthin fährt, um zu schreiben und zeigt uns das in Vlogs. Und genau um diesen Ort dreht es sich auch in ihrer Geschichte. Und zwar geht es um Emily und die freut sich auf den Sommer im alten Ferienhaus ihrer Großmutter, wo sie ja ganz viel Ruhe und Natur erwartet und auch einfach die ganze Zeit zum Beispiel lesen kann, weil sie das natürlich super gerne tut. Und dann gibt es aber dort unerwarteterweise einen Nachbarsjungen, der dort auch bei seinen Großeltern Ferien zu machen scheint und der ihre Ruhe dort, die sie sich erhofft hat, ein bisschen durcheinander bringt. Ja, und Jonah ist nicht nur impulsiv und sieht natürlich super gut aus, sondern er hat scheinbar auch, also er bringt selber noch eine Geschichte mit, die ganz viele Geheimnisse, zu verbergen scheint, und dann freunden die beiden sich doch ein bisschen an und versuchen gemeinsam herauszufinden, was dieses Geheimnis ist. Und ich sag mal so, Also ich würde sagen, dass das auch definitiv nicht nur für Jugendliche geeignet ist. Es ist jetzt nicht der tiefgründigste Roman, den man je gelesen hat, aber es ist auch nicht so oberflächlich wie ganz viele andere. Deswegen stelle ich es euch jetzt hier eben vor. Mich hat das sehr gut unterhalten, vor allem so als Sommerlektüre kann ich es empfehlen, weil eben auch natürlich Sommerferien sind in dieser Zeit, wo das spielt.
Und wenn ihr nochmal ein bisschen eine jugendlichere Liebe verfolgen möchtet, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das waren meine Liebesgeschichten, die für mich mal ein bisschen was anderes waren, ein bisschen tiefgründiger, die mich auf eine andere Art und Weise mein Herz berührt haben, ohne die abgedroschensten Dramen überhaupt. Sagt mir gerne, ob ihr Geschichten davon kennt oder welche ihr nicht kanntet, die euch aber vielleicht jetzt ansprechen, oder ob ihr auch sagt, ich lese total gerne Liebesgeschichten, wo auf jeder dritten Seite irgendeine erotische Szene ist und kein Klischee kann mir je zu viel sein. Dann ist das ja auch völlig okay, dann war dieses Video eigentlich auch nicht für euch gedacht, weil dann findet ihr ganz, ganz viele Sachen in dem Genre, das ihr lesen könnt. Sollte es euch aber eben genauso gegangen sein wie mir, hoffe ich, dass ich euch den ein oder anderen Tipp geben konnte, wo man doch eine vielleicht etwas andere Liebesgeschichte wiederfindet. Ja, und wenn ihr Empfehlungen habt, die von Liebesgeschichten, die auch in diese Richtung gehen, mit eben mal ein bisschen anderen Prioritäten innerhalb einer Beziehung, dann lasst mich das gerne wissen, denn ich bin überhaupt nicht abgeneigt, Liebesgeschichten und Liebesromane zu lesen. Ich möchte nur um die ganzen Klischees und Dramen und Insta-Hotness drumherum kommen irgendwie. Und das ist halt gar nicht so einfach, das von vornherein immer zu sehen, ob eine Geschichte das hat oder nicht. Also wenn ihr da Empfehlungen für mich habt von, ich sage jetzt mal, erwachsenen Liebesbeziehungen und Geschichten, vielleicht auch von Paaren, die schon bereits zusammen sind, denen es vielleicht auch nicht immer so leicht fällt, miteinander umzugehen, aber die Liebe einfach weiterhin zusammenhält und die irgendwie versuchen, das zusammen durchzustehen und an sich zu arbeiten. Das wäre zum Beispiel auch mal was. Also ich kann mir vorstellen, dass der Brand von, Name hier einfügen, so in die Richtung geht. Deswegen habe ich das zum Beispiel auf jeden Fall schon auf dem Schirm. Also wenn ihr sowas kennt, dann lasst mich das sehr gerne wissen, denn ich möchte eigentlich gerne auch Sachen fürs Herz lesen, die aber einfach ein bisschen realistischer sind. Ja. Also dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!